Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Rail Herbie hofft, dass es euch gefällt. Wir beginnen in Cluj, zu Deutsch Klausenburg. Am frühen Morgen im Depot der Wassertalbahn in Viju Desus. Unsere Lok verrichtet noch Rangierarbeiten. Die Dampfloks werden hauptsächlich mit Holz geheizt. Die Lok links im Bild fährt gleich mit einem normalen Touristenzug voraus. Unser Zug ist inzwischen zusammengestellt und fährt ebenfalls das Wassertal hinauf. Er besteht größtenteils aus leeren Drehschemelwagen für den Holztransport. Die Strecke verläuft über 42 Kilometer stetig bergauf. Wasser für die Lok. Thank you.
selbstgebaute Triebwagen. Hier übernachten wir. Am nächsten Morgen geht's weiter bergauf. Es bleiben noch 5 Kilometer bis ans Ende der Strecke. Rangierungen vor der Rückfahrt.
Wieder zurück im Depot. Vorbereitung für Nachtaufnahmen. Heute gibt es Fotostopps im unteren Teil der Wassertalstrecke mit einer anderen Dampflok. Dieser Touristenzug ist auf der Rückfahrt. Wir fahren auch zurück und verabschieden uns vom Wassertal. Dampfzug von Moldovica nach Argel. Die Strecke ist derzeit noch 11 Kilometer lang.
Wir sind auf der Talstrecke der Waldbahn bei Kovasna. Die Lok wurde mit diesem Tieflader hierher gebracht. Im Depot der Bergstrecke bei Kommandau. Der Nebel löst sich auf.
Knicklenker mit Greifer beladen die Drehschemelwagen. Industriebahn von Berat nach Krishiwa. In diesem Werk in Krishiwa werden hauptsächlich Loks aufgearbeitet. Die letzte Station unserer Reise. 12 Kilometer Schmalspurdampf auf der ehemaligen Staatsbahn bei Abrud. Die Wagentüren sind verschlossen. Wir fahren durch ein Zigeunerdorf. Die Rückfahrt.
Okay.